An dieser Stelle wollen wir uns die Einstellungen und Anwendung unseres Kronenbogens genauer ansehen und verwenden hierzu das im ExoCAD hinterlegte Werkzeug Schnittansicht. Geben wir für diesen weiteren hellblauen Bereich einen parametrischen Wert an, der geringer ist als der darunterliegende Zementspalt, können wir dadurch wieder eine unerwünschte Enge erzeugen. Hältst anschließend die linke Maustaste gedrückt, während du die Shift-Taste auf deiner Tastatur gedrückt hast. Über den Schieberegler Tiefe bestimmst du, wie stark die Schrumpfung ausgeführt werden soll und führst diese mit dem Button Anwenden.